Es ist 2023 und es gibt immer noch Leute und vor allem auch Fachleute, die bei der folgenden Szene von Dominanz sprechen. Ich sehe da keine Dominanz. Lasst eure Hunde doch pinkeln. Und auch eure Rüden markieren, das gehört dazu. Wenn euer Rüde euch zu Hause an die Couch pinkelt und die ganze Wohnung markiert, dann kann das unter anderem daran liegen, dass er ein Problem in dem Bereich Dominanz hat. Aber hier sind das einfach nur zwei Hündinnen, die an den gleichen Fleck pinkeln. Und in dem Fall sind es sogar zwei Hunde, die zusammengehören. Das kann also sein, dass der eine gerade einfach nur einen Post verfasst und sagt, guck mal, wir waren hier, und der andere Hund auch unterschreibt. Oder wer weiß, vielleicht hat da vorher irgendein netter junger Rüde sein Bild gepostet und die beiden streiten sich jetzt darum, wer mit ihm als erstes flirten oder spielen darf. Die haben einfach nur dahin gepinkelt und Hunde, die zusammengehören, vor allem Hunde, die in einem Rudel leben, neigen dazu, an die gleichen Orte zu pinkeln. Das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Dominanz zu tun.